Ja, kurz zu mir. Ich bin Odette Helbig, seit 2010 Sarkom-Patientin in Berlin-Buch, glücklicherweise in Berlin-Buch, nach anfänglichem Chaos. Ich bin seit kurzem jetzt ehrenamtlich so ein bisschen für die Sarkom-Stiftung auch unterwegs, davor schon lange in der Selbsthilfe bei einer anderen Organisation. Und ich bin selbst rezidiviert und metastasiert. Kenne mich deswegen mittlerweile mehr aus, als mir lieb ist. Ja, ich stehe Ihnen im Chat zur Seite. Wenn Sie Fragen haben, dann sammle ich die da und werde die dann im Anschluss an Herrn Jakob weitergeben, in der Hoffnung, dass wir die Zeit finden, darüber zu sprechen. Genau, Ihre Mikros sind stumm geschaltet, also gerne schriftlich oder dann eben im Anschluss, dass wir dann Ihre Mikros kurz aufmachen können, wenn Sie die Hand heben. Und dann würde ich schon weitergeben an Herrn Jakob. Ich stelle ihn noch mal kurz vor. Er ist Schwerpunktleiter der Sarkomchirurgie am Sarkomzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen und auch Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Sarkomstiftung. Und ja, ich gebe an Sie weiter, freue mich auf den Vortrag zum Thema der Chirurgie der metastasierten Sarkomerkrankung. Und Ja, Frau ja. Helwig, vielen Dank. Ich teile mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, wir sind jetzt in der vollen Bildschirmansicht. Ist das richtig? Gut, Sieht wunderbar. gut aus. Also, Chirurgie bei Sarkompatienten in der metastasierten Situation, das war die Aufgabe. Und auch wenn ich komme ja aus jetzt einer Klinik, in der wir hauptsächlich Bauchchirurgie und Extremitätenchirurgie machen. Und wenn man weiß, dass die meisten oder viele Metastasen der Lunge auftreten, zum Beispiel, war das ursprünglich mal nicht mein primäres Operationsgebiet. Und ich habe das aber über viele Jahre beim Professor Hohenberger in Mannheim, wo wir die Thoraxchirurgie mitgemacht haben, also er hauptsächlich vertreten hat, immer mitgestaltet. Und deswegen kann ich auch, sagen wir, zum chirurgisch-technischen Sachen beantworten. Ich will mich aber hauptsächlich darauf konzentrieren, ob man da überhaupt operieren sollte und ob das so Sinn macht insgesamt. Ich habe mir mal ein paar Eckpunkte oder Fragen vorher aufgeschrieben, die ich beantworten könnte. Zum Beispiel, wie erkennt man eigentlich Metastasen? Wie gefährlich sind die eigentlich? Und wie behandelt man die prinzipiell? Und natürlich die Frage, die ja eigentlich im Vordergrund steht, wann kommt eine operative Entfernung von Metastasen in Frage? Und ich beziehe mich ganz oft auf Weichgewebesarkome, weil man für so einen Vortrag sich so ein Thema so ein bisschen gestalten muss. Und ich sage von vornherein, es gibt für Knochensarkome und für Gischt immer ein bisschen andere Politik quasi zum Teil. Und da kann ich gerne aber noch drauf eingehen, will das nur von vornherein sagen. Ich habe mir mal eine Richtung gewählt und die marschieren wir jetzt mal lang und Sie haken dann ein, wenn Sie der Meinung sind, oh, da muss ich noch was fragen oder fragen hinterher im Zweifel auch währenddessen. Also ich fange an mit einigen kleinen Beispielen. Und diese Beispiele sollen Ihnen nur demonstrieren, in welchen Situationen man Patienten begegnet, wo es um Metastasen gehen könnte. Zum Beispiel hatten wir in letzter Zeit irgendwann in Göttingen eine junge Patientin, die hatte ein pleomorphes Sarkom am Oberschenkel. Das haben wir operiert und die ist in die Bestrahlung gegangen. Und natürlich haben wir im Rahmen der Biopsie ein sogenanntes Staging gemacht. Das heißt, nachgeguckt, dass die Ausbreitungsdiagnostik nachgeguckt hat, der Tumor Absiedlung irgendwo anders im Körper. Und da wird üblicherweise ein Bild der Lunge gemacht. Und da ist bei dieser Patientin eine kleine Läsion aufgefallen. Das ist so ein typisches Bild von einer Computertomographie, was Sie sehen. Das Schwarz hier ist alles Lungengewebe. Das Weiß ist erstmal, ich sag mal, was anderes. Das hat den scharfen Kontrast, weil in der Lunge eben Luft ist und Luft sich ganz anders im Röntgen darstellt. Und viele von den anderen weißen Strukturen, die Sie in der Lunge sehen, sind einfach Gefäße. Und nur welche, die so punktförmig so auftreten, könnten Metastasen sein. Aber insgesamt war bei der Patientin keine Raucheranamnese. Die hat zwar eine Einzellesion, die war klein. Dieses Sarkom der Haut hat auch keine hohe Wahrscheinlichkeit für Metastasen. Und ich sage mal zum Schluss, wie wir es so gemacht haben.
Eine andere Situation ist, wenn Sie bei einem Patienten, ich habe hier wieder ein Bild mitgemacht oder einen Ausschnitt von so einem Lungenbild, wenn Sie sagen, da hatte ein Patient einen großen Tumor vor 1,5 Jahren und wir haben Bilder zum Vergleich von vorher und dann sehen Sie ein altes Röntgen- oder CT-Bild und auf einem neuen Bild sehen Sie eine neue Läsion, dann müssten Sie sagen, Mensch, die ist neu aufgetreten. Was sollen wir damit tun? Was könnte das sein? Und wenn es liegt eigentlich nahe, dass wenn jemand ein Sarkom, ein großes oder gefährliches Sarkom hatte und er hat neue Lungenherde, dass dies dann auch eine Metastase ist. Und rückgerechnet, bei diesem Patienten hätte man gesagt, Mensch, großer Tumor, schlecht differenziert im Retroperitoneum. Er hatte schon damals ein Risiko für Metastasen von 35% und anscheinend hat sich das hier bestätigt. Dann habe ich Ihnen nochmal ein CT mitgebracht von einem Patienten, der ist in der Diagnostik mit einer Schwellung der Leiste aufgefallen. Ich habe den roten Kreis um so eine komische, unruhige Struktur gemacht. Hier ist dann rechts, auf der anderen Seite ist links. Das sind alles die Bauchorgane. Hier ist die, hier fängt der Oberschenkel an und sind die Gefäße. Auf der anderen Seite sehen Sie das andere Bein, das sieht eigentlich, das wäre ein normales Bild, dann sehen auch Sie das, was nicht in Ordnung. Bei dem gibt es auch ein Staging. Und auch da fällt so ein Herd auf, der nicht in Ordnung ist. Und auch da ist die Frage, völlig andere Situation, was machen Sie? Mit dem kommt die Chirurgie in Frage. Und als letztes habe ich, oder vorletztes habe ich Ihnen mitgebracht, einen Patienten hier mit einer Leberraumforderung. Also das ist ein Kern, eine Kernspintomographie. Alles, was Sie hier hell sehen, ist ein Stückchen Leber und in dem hellen Stückchen Leber ist ein dunkler Fleck und der gehört da nicht hin. Auch da haben wir Bilder vorher gehabt, also Sie merken schon, der Bildvergleich und die Entwicklung, auch die Dynamik, also wie schnell sich etwas entwickelt, ist ganz entscheidend. Und da sehen wir eine einzelne solitäre Läsion. Auch der hat keinen Hinweis auf irgendeine Leberzirrhose, so ähnlich wie bei der Raucheranamnese, müssen sich bei solchen Organen fragen, könnte es Gründe für einen organeigenen Tumor geben, als Differentialdiagnose zu einer Metastase und sich überlegen, was machen Sie mit dem Patienten? Und das sind die Fälle, die ich mitgebracht habe, um Ihnen zu zeigen, wo stoßen wir eventuell auf die Frage nach Metastasen. Die zweite Frage ist, wie gefährlich können Metastasen eigentlich sein? Oder was können die mit Ihnen tun? Und ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht von einem Patienten, der sich auch bei uns vorgestellt hat und eigentlich ist die Geschichte von dem Patienten so, dass er saß, und was Sie auf der Seite sehen, mit so einer gewissen Schwellung der Schulter. Und der, dann kamen wir ins Gespräch, merkte schon, der kriegte eigentlich schlecht Luft und erzählte danach, ja, er wüsste es halt auch nicht, aber er wäre jetzt in die Sprechstunde gekommen, nach so ein bisschen hin und her und Telefoniererei. Und das Auto war auf dem Parkplatz und er konnte sich noch auf die Bank setzen und ist dann ins Krankenhaus gebracht worden, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Also wenn die Frage ist, was können so Metastasen machen? Die können am Ort des Geschehens, so wie der Primärtumor das dort macht, wo er gewachsen ist, können sie Schaden anrichten. Dazu gehört, dass sich Wasser neben der Lunge zum Beispiel bildet. Also wenn das eine Computertomographie ist, von einem Brustkorb bis in andere Aufnahmetechnik, sieht man da Metastasen drauf. Man sieht aber, dass die quasi wie so Reizwasser, so ein Erguss gebildet haben und dieser Erguss drängt die Lunge zusammen. Und dann müssen Sie natürlich ganz anders vorgehen, als wenn Sie jemanden haben, wie in dem anderen Bild, wo ich Ihnen gesagt habe, ist auch ein älterer Herr, eine Metastase, der ist völlig asymptomatisch, der nichts merkt damit der Lunge insgesamt. Das ist alles in Ordnung. Und wenn wir jetzt von der Symptomatik kommen, also was kann das tun, so eine Metastase, ist die Frage, was können wir machen, wenn wir glauben, dass jemand eine hat? Und ich hatte vorhin schon mal eine Folie drin, wo ich diese S3-Leitlinie für die adulten Weichgewebesarkome zitiert habe. Wie gesagt, das ist noch nicht kein abgeschlossen entschiedenes Papier. Ich glaube aber nicht, dass sich da viel ändert. Vor allen Dingen nicht an den prinzipiellen Empfehlungen. Und da steht eigentlich drin, bei Patienten mit metastasierter Erkrankung sollte eine leitliniengerechte systemische Therapie durchgeführt werden. Punkt. Heißt, ein Patient mit Metastasen besteht zunächst mal die Empfehlung einer medikamentösen Therapie. Und wenn man dann weiterliest, dann stehen auch interessante Dinge drin, die immer wieder auftauchen, egal welche Therapie machen.
Also egal, ob sie bestrahlen oder operieren oder medikamentös handeln, die für uns immer Leitfaden unserer Entscheidung sind. Da steht was von Berücksichtigung der Toxizität und Zielsetzung. Und bei Eingriffen könnte ich das übersetzen als, was sind die Komplikationen oder Folgen einer Operation und welches Ziel verfolgen wir damit? Und da decken sich die Therapien eigentlich. Wenn Sie eine Chemotherapie machen, dann müssen Sie sich überlegen, kann das Einfluss haben auf zum Beispiel die Herzfunktion, auf das Knochenmark, also wie gut ist die Blutbildung bei dem Herzen, wie gut, wie kräftig schlägt das Herz und können Sie noch Treppen steigen? Und mit dem Ziel meinen wir, wenn jemand Metastasen hat, wollen wir oder können wir eine Erkrankung eventuell heilen? Das ist unsere Hoffnung. Können wir einen Patienten stabilisieren? Das ist immer festes Ziel. Oder können wir seine Situation besser machen? Ob das jetzt in der Lebensqualität ist oder in seiner Überlebenszeit. Und das findet sich bei den medikamentösen wie bei den operativen Therapien. Weswegen ich diesen Ausschnitt aus der Leitlinie sonst noch gewählt habe, ist, wenn Sie an Chemotherapien denken, dann gibt es für die meisten Tumoren erstmal eine Therapie, aber dann noch eine und eventuell noch eine, die zugelassen ist. Das heißt, es gibt eventuell mehr als eine systemische Therapie und das muss man immer mit in Betracht ziehen, welche Pfeile hat man so im Köcher, um mit Patienten gemeinsam zu arbeiten und Ziele zu erreichen. Dann gibt es auch eine Aussage zur Metastasenchirurgie und die klingt schon ganz anders. Die klingt, die Indikation zur lokalen Therapie von Metastasen soll multidisziplinär getroffen werden. Da steht nicht, die soll gemacht werden. Da steht, wenn Sie drüber nachdenken, sprechen Sie mal mit wem anders, ob das eine gute Idee ist. Das ist eine ganz andere, wie soll ich sagen, Empfehlung an sich. Ja, also bei dem einen steht, das soll man schon machen und bei dem anderen, wenn Sie es machen wollen, fragen Sie noch mal jemanden anders. Nur, dass man sieht, schon in dem, wie sich die Fachgesellschaften und die Experten geeinigt haben, ist das eine andere Politik. Gut, jetzt sprechen wir größtenteils von Metastasen der Lunge. Und da müssen Sie mal fragen, wenn man die operiert, entfernt man Lungengewebe. Und wenn man Lungengewebe entfernt, muss man immer mal wissen, was passiert da eigentlich und wozu ist so eine Lunge da? Und was Sie oder ich während dieses Vortrags machen, ist erstmal atmen. Das machen Sie mit Muskulatur, aber Sie atmen sozusagen die Luft in die Lunge und atmen es wieder aus. Und das brauchen Sie, weil Sie Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid wieder abgeben. Das ist erstmal ganz banal, sich das so zu überlegen, aber es ist natürlich so, Sie wollen auch nach einer Operation die Treppen noch hochkommen und dafür brauchen Sie Ihre Lunge. Und das ist zum Beispiel eine der Limitierungen. Und wenn Sie sich überlegen, wie Sie das machen, dann können wir uns zum Beispiel daran halten, wo gibt es eigentlich noch Leitlinien? Und beim Lungenkrebs gibt es schon sehr lange eine Leitlinie. Und die schreiben Ihnen eigentlich ziemlich genau rein, wo die Ziele und also die Lungenchirurgen wissen das extrem genau, wie viel man darf und auf welchem Weg. Aber klar ist, ein Patient muss hinterher noch in der Lage sein, zurechtzukommen im Alltag und muss auch wissen, bin ich eingeschränkt, bin ich nicht, welche Fitness will ich haben, was macht das mit mir und so weiter und so fort. Aber es gibt auch organisch absolut Limitationen. Gut. Dann, wenn Sie an der Lunge operieren, aber auch wenn Sie eine Lebermetastase operieren, gibt es minimalinvasive Zugänge oder welche, die offen sind. Das eine macht kleinere Schnitte. Sie haben hier so eine Grafik von einem quasi Brustkorb, wo man mit drei kleinen Instrumenten reingeht. So könnte man eine Metastase entfernen. Die, ich sag mal, alte Methode ist, Sie machen einen großen Schnitt zwischen die Rippen und spreizen die Rippen auseinander und Sie können sich vorstellen, dass die beiden Verfahren Unterschiede haben. Hier nochmal das CT-Bild von der einzelnen Metastase des Patienten, die Sie vorher schon gesehen haben. Und das untere, ein Bild auf die Lunge während einer Thorakoskopie. So nennt man die minimalinvasive Lungenchirurgie. Das heißt, dieses rosa Gewebe hier ist Lunge. Und nur für so zwei, drei Unterschiede zwischen den Bildern, Sie können überhaupt mit diesem kleinen, ich gehe nochmal einen zurück, mit diesem kleinen Stäbchen da operieren. Weil wenn Sie den Brustkorb so ein kleines Schnittchen reinmachen, dann fällt die Lunge zusammen. Die bleibt nicht in ihrer Größe. Das ist ein elastisches Organ, was sich selber zusammenzieht.
Und das, die hat einen Sog zur Brustwand, zu den Rippen hin. Und wenn dieser Sog weggeht, dann fällt die zusammen wie so ein Luftballon. Und dann haben sie Platz zwischen Rippe und Lunge. Das heißt, das, was Sie hier sehen als Rippe, sehen Sie hier als Brustwand. Da ist so ein bisschen Fett davor, macht da nichts. Sehen Sie hier, da, und dann haben Sie so ein paar Zentimeter Platz, weil dieses Lungengewebe hier, das ist gar nicht mehr hier bei so einer Operation, sondern auf einmal viel weiter runtergerutscht. Das ist ein großer Vorteil, weil Sie dann handhaben können, ist aber auch ein Nachteil, weil Sie manchmal nicht mehr genau wissen, wo das dumme Ding liegt. Denn wie Sie hier sehen, gucken Sie auf die Oberfläche der Lunge und bei einer Läsion wie hier können Sie die ganz gut sehen oder tasten. Aber wenn Sie sich vorstellen, die liegt jetzt 2 Zentimeter im Lungengewebe drin, dann heißt es nicht, dass Sie die sofort finden. Das heißt, die Vorstellung, man würde jede Lungenmetastase eben mal so rausnehmen können, in der Mitte mit einem Minimalversiegelung, einfach, die stimmt halt technisch nicht so ganz. Sie sehen auf dem Bild hier auch so einen Draht, den hat man extra zur Markierung genommen. Das heißt, da ist jemand vorbeigegangen, das Bild hat mir der Herr Rössner geschenkt und hat vorher durch die, jetzt wird meine Maus hier nicht, und hat vorher durch die Brustwand in Narkose so ein Draht dahin gesteckt. Das heißt, wenn die Lunge runterfällt, dass man weiß, aha, dahinter hockt die Metastase. Gut. Also minimalinvasive Chirurgie. Danach nochmal ein Bild, jetzt konventionell offene Lungenchirurgie. Auf diesem CT-Bild zusätzlich zu dem einen habe ich Ihnen mal ein paar andere Metastasen dazu gemalt. Da können Sie ja vorstellen, wenn die tiefer liegen oder viele drin sind. Dann ist es so, dass man sich erstens die Frage stellen muss, macht das viel Sinn, das zu operieren? Das zweite aber auch, macht es Sinn, das als minimalinvasive Operation durchzuführen? Weil tatsächlich sind sie hinsichtlich des Lungengewebes eventuell schonender, wenn sie einen großen Schnitt gemacht haben. Wenn sie das Gewebe der Lunge durchtasten können, und dann Einzelläsionen finden, die können Sie nämlich dann quasi einzeln rausschneiden, während wir bei den Minimalinvasiven allermeistens immer ein ganzes Stück oder größeres Stück Lunge abklemmen mit so einem Stapler, um das zu entnehmen. Also es kann sein, wenn man mehrere Lungenmetastasen operieren will oder solche, das ist zum Beispiel ein Gefäß, die nahe an einem Gefäß oder hier an dem Bronchus. Der Bronchus ist die Verlängerung quasi der Luftröhre in die Lunge. Wenn Sie nah hier dran liegen, kann es sich lohnen, so einen Brustkorbschnitt zu machen. Also die Wahl des Verfahrens muss angepasst sein dessen, worauf Sie zielen. Gut. Jetzt ist die nächste Frage vor allen Dingen, ob eins von diesen beiden Verfahren, also das minimalinvasive oder das konventionell chirurgische, überhaupt Sinn macht. Und dazu muss man wissen, der wissenschaftliche Goldstandard für sowas ist eine sogenannte randomisierte Studie. Das heißt, wir können das wissenschaftlich nur gut untersuchen, wenn wir quasi Therapien zufällig zuordnen. Das ist in einer solchen Situation, wo es darum geht, wir machen entweder eine Operation oder eine Chemotherapie oder wir ändern die Reihenfolge, extrem schwierig, weil Sie beachten müssen, wie viele Metastasen sind das, wo liegen die, wie viel Zeit nach dem Primärtumor. Und vor allen Dingen dann, müssen Sie sich vorstellen, schon als Chirurg hätte ich Schwierigkeiten, einem Patienten zu sagen, wissen Sie, wir machen eine Studie, wo Sie entweder Chemotherapie bekommen oder eine Operation, aber wir entscheiden beide nicht, was Sie bekommen. Und deswegen sind viele solcher Fragen nicht beantwortet. Es gibt aber Arten, die zu beantworten. Ich will Ihnen zwei Beispiele zeigen dazu. Es gibt nämlich Register. Ich hatte vorhin im Vortrag schon gesagt, die Franzosen sind uns da in gewisser Sicht weit überlegen, weil sie es auch zentral organisiert haben. Das ist eben der Vorteil des Zentralstaats in dem Fall. Die haben von ganz vielen Patienten Daten gesammelt. Und die haben auch Daten gesammelt von Patienten mit Metastasen. Und die kommen dann drauf und diese Folie, wir müssen all diese Daten mit ein bisschen Vorsicht lesen und ich gucke mal, was ich am besten pointieren kann. Erstens, das waren über 2000 Patienten, das ist für Daten wirklich viel. Und die haben geguckt, wie lange überleben die eigentlich damit, wie gut leben die und so weiter, aber vor allem, wie lange überleben die. Und dann gibt es diese Kaplan-Meier-Kurve, wie gesagt, mit Kurven immer vorsichtig, weil man da alles immer in ein Potpourri reinschmeißt und dann nachguckt. Aber es gibt eine Nachricht, gibt es hier draus.
die eine Lokaltherapie hatten, diese da, irgendwie hat es da besser funktioniert. Die haben besser überlebt als die, die keine Lokaltherapie hatten. Und jetzt das Schwierigste ist, bei sowas zu sehen, welche Bedeutung hat das und wie kann man das interpretieren? Da gibt es verschiedene Dinge. Erstens, es kann sein, dass die einen einfach operiert wurden und die anderen nicht. Bei den einen hat man sich getraut oder hat nicht den richtigen Chirurgen. Also es kann nur an der Operation liegen. Das würde ja heißen, alles, was wir operieren können, sollen wir operieren. Ich glaube, das stimmt aber nicht so. Es gibt vielmehr die Frage, ob das nicht Hand in Hand geht. Man könnte auch sagen, es liegt in der Tumorbiologie. Das heißt, dass diejenigen, die man operieren konnte, einen weniger aggressiven Tumor hatten und sowieso per se überlebt hätten oder länger überlebt hätten. Will heißen, egal ob man den mit der einen Lungenmetastase operiert oder dem Chemo gibt, der lebt sowieso lange. Und der mit den 20 Metastasen, der lebt nicht so lange. Und auch da steckt natürlich Wahrheit drin. Oder man könnte sagen, Chirurgen, die ja konservativ sind, neigen eher dazu, jemanden zu operieren, wo schon lange Zeit vergangen ist und kein anderer Tumor ist. Und auch dieser Patient hat natürlich bessere Chancen als ein Patient, bei dem eine Metastase sofort mit der Diagnose gestellt wurde, weil bei dem ist ja schon eventuell eine andere Dynamik drin. Also da ist eine Selektion drin. Aber prinzipiell kann ich, glaube ich, festhalten, wenn man operieren kann unter den richtigen Prämissen, dann ist das mindestens ein Zeichen dafür, dass die Tumorbiologie vielleicht nicht so schlecht ist. Und vielleicht sollte man es auch machen, weil ein paar Leute, die operiert sind, aber auch von den anderen, die leben ja verdammt lange und viel länger sind die Daten gar nicht erhoben. Ne? Also da sind einige ganz schön lange dabei. Ist doch super. So, jetzt haben wir uns eben gefragt, was geben Register von Patienten mit Metastasen? Und dann können wir eine zweite Frage stellen. Wir nehmen jetzt die Brille des Chirurgen, der sich nicht alle Patienten mit Metastasen anguckt, sondern nur die, die er operiert hat. Das ist ja eine ganz andere Brille. Das heißt, die Tumorbiologie ist schon, da hat er schon so ein bisschen hingeguckt und er guckt jetzt nochmal, hat sich das gelohnt? Oder bei wem hat sich eine Operation gelohnt? Das ist die Frage doch des Chirurgen. Ich will doch, dass ich alle, die ich operiere, in 5 Jahren in der Nachsorge sehe und die alle sagen, das haben sie super gemacht. Und deswegen haben die nachgeschaut und da gibt es einige Studien. Hier ist mal eine Zusammenfassung von Studien. Das nennt man eine systematische Literatur, eine Systematic Review im Fachbegriff. Und das sind alles die Autoren von den Einzelstudien. Das heißt, hier hat einer was drüber geschrieben, eine Serie, der nächste auch, hier habe ich welche übermalt. Das heißt, hier habe ich die Autoren und dann habe ich die wichtigsten Ergebnisse, nämlich die haben drüber geschrieben, welche Faktoren beeinflussen das Überleben. Und wenn Sie das durchgehen, dann sehen Sie, Mensch, die sind relativ ähnlich, diese Faktoren. Und immer wenn das so ganz ähnlich bei den einzelnen Sachen ist, dann steckt auch da wieder ein gewisses Körnchen Wahrheit drin. Zum Beispiel, diejenigen Patienten, die wir operiert haben, die wenige Metastasen hatten, haben am ehesten profitiert. Wenig heißt so 1 bis 5, würde man sagen. Manche sagen nur 1 bis 2, 3, so irgendwo. Aber sagen wir mal, so ein gängiger Begriff ist Oligometastasen, bis zu 5. Das zweite ist, es gab nur einen Ort der Metastasen, nur die Lunge, nur die Leber und keine andere Tumormanifestation, wo was drin ist. Das dritte, es gab ein langes krankheitsfreies Intervall, 12 bis 18, manchmal mehr Monate. Das heißt, die Therapie des Primärtumors, also der ursprünglichen Erkrankung, die ist schon eine ganze Weile her. Das kann zum Beispiel heißen, jemand hat sich davon gut erholt. Das Wachstum von einem Tumor war eigentlich langsam. Und dann sind nur 2, 3 Metastasen entstanden. Das heißt, die könnten wir entfernen und wenn wir dann weiter ein bisschen Glück haben, ist es in Ordnung. Und das Letzte ist, und das geht wieder in die Technik, die Möglichkeit einer vollständigen Entfernung sollte gegeben sein. Also das ist die Brille des Chirurgen. Wer das sieht, und das auch gar eine ganz wichtige Erkenntnis dafür. Gut.
Gehen wir mal mit diesen Dingen zurück zu dem, was ich Ihnen am Anfang gezeigt hatte. Also, erstes, auffälliger Lungenrundheit im Staging pleomorphes Sarkom. Hier haben wir eine Verlaufskontrolle gemacht. Das war wahrscheinlich keine Metastase. Das ist nach 3 Monaten genau gleich geblieben. Das hat sich gar nicht geändert. Das wird ein kleines Granulom, so nennen wir das, sind wie so kleine Wundknötchen in der Lunge oder ein Lymphknoten sein. Das hat also gar nichts mit der Metastase zu tun auf dem Bild. Zweitens. Da hatten wir einen Patienten neu aufgetretener Lungenrundheit 18 Monate nach Resektion eines großen retroperitonealen Sarkoms. Da haben wir uns die Brille des Chirurgen aufgesetzt und haben gesagt, einzelne Läsionen, also 3 Läsionen waren es insgesamt. Dann haben wir gesagt, langes Intervall danach, fitter Patient, ließ sich technisch entfernen, der Patient geht in die Operation und kriegt auch keine weitere Chemotherapie, das wäre dann die Empfehlung. Und dann macht man eine weitere Nachsorge. Das war die Brille des Chirurgen. Dann zu dem Patienten, wo wir gesagt haben, der hat gleichzeitig eine Metastase mit dem Primärtumor. Bei dem Patienten muss man sagen, da ist wahrscheinlich die Tumorbiologie schlecht. Der Primarius ist nicht behandelt. Dieser Patient bekommt eine primäre Chemotherapie. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass wir diesen Patienten nochmal operieren werden, weil es so ist, dass schon die Behandlung des Primärtumors für die Chemotherapie eine sehr aufwendige Operation mit Gefäßersatz und dann eine Bestrahlung in Anspruch nehmen. Der Patient ist über 70 Jahre alt, er müsste dann noch an der Lunge operiert werden und das alles ist schon, das sind schon sehr deutliche Einschränkungen und dafür hat er keine gute Tumorbiologie in der Zusammenfassung, weswegen ich nicht glaube, dass man den operieren wird. Weder an der einen noch an der anderen Stelle. Dann haben wir den Patienten, der mit der Luftnot kam. Sie sehen das Computertomogramm nochmal mit dem Guss, der die Lunge einschränkt und mit den Metastasen, die das Lungengewebe kleiner machen. Diesen Patienten haben wir stationär aufgenommen, haben erstmal den Guss punktiert, das heißt von außen durch die Brustwand einmal gestochen und das Wasser abgezogen, eine kleine Drainage gelegt. Am nächsten Tag haben wir den Tumor punktiert, um die Histologie zu haben. Da haben die Pathologen nicht im Schnellschnitt, aber in einer sehr schnellen Diagnose eine Übersicht geschaffen. Nach 24 Stunden haben sie uns gesagt, das ist sehr wahrscheinlich ein Sarkom. Und dann haben wir ein Port implantiert. Das ist eine Injektionskammer unter der Haut, mit der man eine Chemotherapie geben kann, weil ein solcher Patient braucht Chemotherapie in der Hoffnung, und sehr häufig mit dem Ergebnis, dass diese Metastasen zurückgedrängt werden, der August von alleine weniger wird und dann eine Krankheitsstabilisierung erreicht wird für diesen Patienten. Es gibt Möglichkeiten, wenn wir sagen, wie wollen wir hier operieren, auch palliativ tätig zu werden, indem sie diesen August abziehen und dann die Lungenblätter verkleben, dass sie also einen Teil der Symptomatik der Lungenmetastasen nehmen und verbessern. Auch das ist eine Chirurgie in der metastasierten Situation. Das ist aber keine, ich sag mal, kurative Option. Das ist auch keine Option, die wir prophylaktisch machen, sondern eine dann, wenn Patienten Luftnot wegen Ergüssen haben. Man kann sich dann vorstellen, dass wir einen Eingriff machen, ich gehe mal ein Stück zurück, Vorsicht mal, das ist von oben, wo man die Lunge in so einer Thorakoskopie kurz darstellt, dann saugt man den August ab. Sie können sich vorstellen, wo hier Luft ist in der Thorakoskopie, ist dann Wasser. Und dann tut man Talkumpuder oder etwas Ähnliches auf die Lungenoberfläche und die verklebt, wenn die Lunge dann wieder entfaltet ist, verklebt die Lunge dann mit der Thoraxwand. Und durch dieses Verkleben wird eine erneute Gussbildung verhindert. Auch das eine Chirurgie in der metastasierten Situation, aber keine, die jetzt hier im engeren Sinne die Metastasen entfernt oder behandelt. Gut. Dann kommen wir zu dem, was man bei weniger Patienten sieht, zu dieser Lebermetastase.
Da muss ich etwas mehr zu erzählen zu diesem Patienten und zu dem Tumor an sich. Sie haben hier nochmal diese Kernspintomographie mit der einzelnen Läsion der Leber. Hier das helle. Das ist da unten übrigens die Niere und bei diesen Patienten die verbliebene Niere. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, war ein großer Tumor, der vor 3 Jahren bei diesem Patienten operiert worden war. Aktuell sieht man hier kein Lokalrezidiv. Wenn wir jetzt aber zurückgehen, können wir ungefähr 1 Jahr zurückgehen. Da war der Patient schon mal bei uns, 1,5 Jahre. Und da war er operiert worden und kam, und Sie haben hier 3-mal so Bilder von den Computertomographien, die zeigen alle die linke Seite. Hier haben wir übrigens auch diese Leber drauf. Es fällt mir jetzt also richtig auf, dass wir eigentlich dasselbe Bild hier haben, wo Sie den Beweis mal haben, wenn Sie zurückgehen. Das wusste ich gar nicht. Dass an der Stelle hier zu dem Zeitpunkt kein Tumor war. Das ist quasi genau dieselbe Stelle wie vorher. Aber auf der linken Seite sehen Sie einen Knoten, 2 Knoten, 3 Knoten, 4 Knoten, 5 Knoten, 6 Knoten, und zwar als multifokales Lokalrezidiv. Das war damals ein Leiomyosarkom der Vena renalis. Sie sehen hier die schmalere Niere, die offensichtlich durch die Operation gelitten hat. Die sehen Sie noch OP-Clips. Und die Kollegen hatten so ein bisschen durch den Tumor gepflügt und wir haben uns als Einzelfallentscheidung nach einer damaligen Chemotherapie dafür entschieden, die komplette linke Seite zu operieren. Wir haben das nach sehr sorgfältiger Überlegung nach Chemotherapie gemacht. Und wenn man die aktuellen Bilder sieht, haben wir hier schon mal eine Einzelfallentscheidung getroffen, wo wir mit einer sehr aufwendigen Operation für die linke Seite Erfolg hatten. Aber jetzt 1 Jahr später eine Metastase hier im MRT kommt. Und weil wir einmal Erfolg hatten, weil der Patient dann nach der Operation, wo hier steht, die Niere zerstört war quasi, eine schlechte Nierenfunktion hat und auch gewisse und nach der letzten Chemotherapie auch nicht mehr so viele Optionen, ist es so, dass wir gesagt haben, wir würden den Patienten nochmal in der Lebermetastase jetzt operieren. Die Leitlinie sieht das noch etwas strenger als bei Lungenmetastasen. Aber auch hier zu erwarten, N0-Resektion, kein Hinweis auf nicht kontrollierbares Lokalrezidiv. Und man sagt so prädiktive Faktoren, also das ist wieder die Brille des Chirurgen, dass er sagt, wer von meinen Patienten läuft gut, lange Zeit nach der Primärbehandlung, das wären 3 Jahre. Und ich würde erwarten, dass man, wie gesagt, diese N0-Resektion eingehen kann. Deswegen Operation der Lebermetastase bei akzeptablem krankheitsfreien Intervall, guter Leberfunktion und eingeschränkter Nierenfunktion. Gut, zusammenfassend für diese Metastasenchirurgie. Die primäre Therapie der metastasierten Erkrankten ist eigentlich medikamentös. Die operative Entfernung von Metastasen kann erwogen werden bei zu erwartender vollständiger Entfernung, vertretbarem Eingriffsrisiko, fehlenden anderen Tumormanifestationen und vor allen Dingen im interdisziplinären Konsens. Es ist weiterhin so, wenn wir jetzt von den Weichgewebesarkomen weggehen, dass bei den Osteosarkomen durchaus andere Regeln gelten können. Vor allem, weil die Optionen in der rezidivierten pulmonal metastasierten Situation geringer sind und weil auch die Entfernung von vielen Metastasen erfolgversprechender sein kann. Das aus der europäischen Leitlinie. Bei GIST gibt es auch eine etwas andere Situation. Hier kann es mal sein, dass man zum Beispiel unter Imatinib sehr lange einige Metastasen im Griff behält und eine einzelne, die wächst, entfernt. Das kann man schon diskutieren. Das sind eben andere, ich sag mal, tumorbiologische Situationen, die wir anders betrachten. Gut, soweit erstmal und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zu Ihren Fragen bitte.